Herzlich willkommen zu Feel Your Body, dem Podcast für Female Empowerment. Mein Name ist Andrea Schodruch, ich bin Body and Soul Coach und Mentorin für Frauen, die sich mehr Leichtigkeit, innere Stärke und Gelassenheit in ihrem Leben wünschen und außerdem ihr volles Potenzial entfalten möchten. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Hören. Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Feel Your Body. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich hoffe, du hast bisher einen wundervollen Tag gehabt. Ja, diese Woche gerade ist meine Energy and Happiness Challenge gelaufen. Auf Facebook habe ich die gemacht in einer Gruppe 5 Tage lang mit 30 tollen Ladies und da gab es eine ganze, ganze Menge an Energie, an Motivation, an Tipps und Aufgaben und ja, es war super, super schön. Werde das Ganze jetzt ab kommender Woche nochmal auf Instagram machen, ab Montag. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schau auf jeden Fall ab Montag jeden Tag in mein Instagram-Account rein und dann bekommst du die Aufgaben auch mit. Und ich habe jetzt heute nämlich einen kleinen Bonus für dich und zwar bekommst du von mir heute die Glücksmeditation, die ich mit dieser wunderbaren Gruppe die letzte Woche durchgeführt habe. Eine, ja, ich glaube, es ging so 12 Minuten Meditation, wo du einfach ja, Energie in dir spürst, Glücksgefühle und einfach in deine Kraft kommst. Super, super schön. Du kannst dir auch sehr gerne dazu ein bisschen Meditationsmusik im Hintergrund laufen lassen. Meine Meditationen hier sind momentan immer noch ohne Musik. Da werde ich aber in Zukunft schauen, dass ich dort auch einfach Musik mit hinterlege. Also fühl du dich frei, gerne für dich ein bisschen Meditationsmusik im Hintergrund laufen zu lassen. Und dann wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Dann setz dich einfach mal in einen bequemen Sitz. Du kannst dich entweder in den Schneidersitz setzen, kannst dich hinknien oder auch gerne auf einen Stuhl setzen, so wie du für einen Moment aufrecht sitzen kannst. Kreis vielleicht nochmal deine Schultern, zieh sie nach oben, nach hinten und nach unten. Atme nochmal tief ein und aus. Und dann freu dich auf die nächsten wundervollen Minuten. Und dann atme erstmal durch die Nase, ein paar Mal tief ein und durch den Mund mal aus. Nase ein und Mund aus. Und dann schließe den Mund und atme durch die Nase ein und aus. Und dann reise gedanklich nochmal durch deinen Körper und lass wirklich alles, was an Spannung jetzt noch da ist, los. Vielleicht ist noch Spannung in den Schultern, vielleicht im Gesicht. Vielleicht bist du jemand, der unbewusst immer gerne die Zähne aufeinander presst. Dann lass sie auch jetzt mal los. Und spür mal, wie sich mit jeder deiner Einatmung dein Brustkorb hebt. Und die Ausatmung wieder senkt. Lass alle Gedanken, die jetzt noch auftauchen, vorüberziehen. Und dann lenk jetzt mal deine Aufmerksamkeit
auf dein Herz. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Hände auf dein Herz legen. Atme weiterhin ganz ruhig und tief ein und aus. Jetzt stell dir mal vor, an dieser Stelle, wo dein Herz ist, ist ein großer, goldener, golden leuchtender Energieball. Weiß-goldenes Licht strahlt in alle Richtungen. Und dieses Licht breitet sich mit jedem deiner Atemzüge immer mehr und mehr in deinem Körper aus. In deinem kompletten Raum. Schulter- und Nackenbereich. Deine Arme bis in die Fingerspitzen. Deine Beine, deine Ober- und Unterschenkel bis in deine Füße und Zehenspitzen. Und dieses weiß-gold strahlende Licht geht sogar bis in deinen Kopf hinein. Und dein ganzer Körper strahlt nur so. Du bist nun umhüllt von diesem weiß-gold strahlenden Licht, innen und außen. Vielleicht spürst du auch, dass in dir eine Wärme entsteht durch dieses Licht. Und dann sage dir jetzt einmal folgende Worte, gerne laut. Vor, kannst du natürlich auch leise innerlich vor dir hin sagen. Möge ich glücklich sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich glücklich sein. Sag dir das noch ein paar Mal in deinem eigenen Atemrhythmus vor.
und spür mal, was das mit dir macht. Dann sage dir die nächsten Worte vor. Möge ich voller Energie und Freude sein. Möge ich voller Energie und Freude sein. Dann sag dir auch diese Worte noch ein paar Mal innerlich vor. Und spür auch hier hinein, was es mit dir macht. Und dann sage dir folgende Worte. Möge ich voller Liebe sein und all diese Liebe mit meinen Herzensmenschen teilen. Möge ich voller Liebe sein und all diese Liebe mit meinen Herzensmenschen teilen. Wiederhole auch das noch ein paar Mal für dich. Und dann überlege dir ein oder zwei Personen, die dir wichtig sind, in denen du jetzt ganz viel Liebe, Energie und Freude senden möchtest. Das kannst auch du selbst sein. Und dann sage, ich sende die Namen der Person oder dir selbst ganz viel Liebe, Freude und Energie. Ich sende
ganz viel Liebe, Freude und Energie. Und es ist auch vollkommen okay, wenn du all dies dir selbst sendest. Ich sende mir ganz viel Freude, Liebe und Energie. Und dann lass deine Atmung nochmal richtig schön tief werden. Atme tief aus durch den Mund. Und dann spüre wieder diese Energie des weiß-goldenen Lichtes, was dich umgibt und was innerlich in dir strahlt. Bade nochmal richtig schön in dieser Energie, in diesem Licht. Vielleicht kommt jetzt dieses Licht auch von oben auf dich herab, wie eine Dusche mit ganz viel Glück, Freude und Energie. Du magst, dann breite einfach auch nochmal deine Arme aus, dass du richtig in diesem Licht noch einmal duscht und badest, alles in dich aufsaugst. Und dann atme tief ein und aus. Beginne dich langsam zu bewegen. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam wieder deine Augen. Ja, meine Liebe, das war die Glücksmeditation für dich. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest ein bisschen abschalten und hast ordentlich Glück und Energie getankt. Und wie gesagt, am Montag startet auf Instagram meine 5 Tage Energy and Happiness Challenge. Mach dort super, super gerne mit, wenn du Lust hast. Ansonsten freue ich mich, wenn du einfach mal auf meiner Webseite vorbeischaust. Dort gibt es auch so ein paar Gratis-Sachen für dich. Gibt es nochmal viele Blogartikel auch zum Durchlesen. Und am Sonntag gibt es schon wieder ein neues Interview für dich. Und zwar wird das Interview sein mit einer Kundin von mir. Und das wird richtig cool werden, wie eigentlich alle Interviews von mir. Freu dich drauf. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und bis dann. Alles Liebe, deine Andrea.